Hallo liebe Gruselfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von At Dead of Night. Hier im Erdgeschoss auf dem Weg zu Jimmy ins zweite bzw. dritte Obergeschoss. Wie weit wir damit kommen, ich weiß es nicht. Wie wütend Jimmy jetzt ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir sind dem Geheimnis nah auf der Spur. Jimmy wollte, nachdem er mit Hugo Punch, nachdem er den nicht mehr kontrollieren konnte, wollte er sich das Leben nehmen und wollte halt auch weg von allem. Ist aber anscheinend wiedergekommen. Sonst würde er jetzt nicht hinter uns herlaufen. Ich vermute, das Hotel hat all seine Gäste und seinen Ruhm verloren, dadurch, dass Hugo Punch sich selbstständig gemacht hat und angefangen hat, die Gäste zu beleidigen. Und zu fesseln und zu knebeln. Und auch wir, glaube ich, sind zum letzten Mal hier, ob lebendig oder nicht. So, jetzt müssen wir nur den richtigen Weg finden. Das war doch hier irgendwo, ne? Wo kriegen wir denn jetzt wieder den nächsten Herzinfarkt, hm? Ja, anscheinend hier. Hier ist aber doch nichts. Nein, so hat sich durch das blöde Glas... Ist da nicht euer Ernst? Noch nicht mal ich habe mich jetzt hier erschrocken. Aber das war jetzt einfach nur lächerlich. Jimmy. Wo ist denn jetzt wieder der blöde Aufzug? Ich finde den hier nie. Halt die Klappe. Ja, ich bin dabei. Boah, ist das ätzend. Ja, ich hab's gesehen, danke. Kann ich Jimmy eigentlich in den ersten Stock rufen, wenn ich in den Aufzug gehe? Down here! Ahnung. Ich will einfach nur ein bisschen Ruhe vor Jimmy. War das hier lang? Einfach nur, weil jetzt hier wieder nichts passiert ist. Ich verstehe es nicht. Wir gehen mal in die Zimmer. Vielleicht ist da ja irgendwas. Hm.
Das war irgendwo da, ne? Irgendwie Wasser laufen und Wasser rauschen oder sowas. So, zwei Spiegel in einem Schrank, auch schön. Is it Rose? Yeah. I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? It was Jimmy. He tried to kill himself. That's why I had to tell him the truth. Die Wahrheit? Haben wir denn irgendwas, was das sein könnte? Keine Ahnung. When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Vielleicht? Und wenn du sagst, du musstest ihm die Wahrheit sagen, hat das was zu tun mit deinen Koffern, dass du gehen willst? When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the suitcases? Nein? Dann weiß ich es nicht. Wir haben auch wieder nur einen Schlüssel. Die ganzen Schlüssel sind wieder weg. Ja, alles anzeigen. Nein, gefundene Objekte. Was war mit dem Hochzeitsring? When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? Auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Doch, natürlich. Das ist doch der Ring. Ich frag noch mal, bevor wir ins dritte Obergeschoss gehen. Is it Rose? Ich musste ihm die Wahrheit sagen. So, irgendwie. When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? I don't know. Was heißt denn, ich weiß es nicht? Ich muss mal eben gucken. Und hat das vielleicht damit zu tun? Mit Harvey? Keine Ahnung, ich glaube nicht, aber ich probiere jetzt mal alles hier. When you said Jimmy was just defending himself, is that connected to the wedding ring? Nein, auch nicht. Ja, das passt auch irgendwie nicht zusammen. Die Wahrheit zu sagen. Ja, oder wir gehen ins dritte Obergeschoss. Ich weiß nicht genau, was die Frau ihm denn da erzählt hat. Was hat das hier mit dem Ring jetzt zu tun? Ich guck noch mal die Sichtungen. Moment. Er wollte alles hinter sich lassen und gehen. Tat etwas Dummes. Die Schaufensterpuppen. Hat alles nichts damit zu tun, ne?
ich weiß jetzt nicht, was das jetzt damit zu tun hat, genau. Weil der Ring ja angezeigt wurde. Wir können jetzt höchstens mal versuchen, ins dritte Obergeschoss zu kommen. Hier passiert halt gar nichts, ne? Aber es ist so laut, da muss eigentlich was passieren. Oh, was ist das denn? Das war der seltsamste Klobesuch der Welt. Is someone there? Scheiße, wo hat die denn mit uns geredet? Was war das denn jetzt? Da fällt die ein, wenn so ein... Ist, Jimmys Vater irgendwie gewalttätig gewesen und Jimmy hat oder war vielleicht schizophren, also hat vielleicht verschiedene Persönlichkeiten gehabt oder so und Jimmy hat das irgendwie geerbt. Kann das sein, aber das können wir nicht fragen, weil das sind zwei Sichtungen. Wir könnten nur fragen, ob dieser Abgrund irgendwas mit dem Ehering zu tun hat, aber dafür müssten wir wissen, wo Rose jetzt überhaupt war zuletzt. Ich hab das nämlich leider, weiß ich das nicht mehr. Jimmy, lässt du uns? This way. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bilde mir das einfach ein. So, wo war das? War das hier lang? Ne? Wo war das denn nochmal? War das auf der anderen Seite? Tust du nicht? War das hier?
Warte mal, haben wir einen Schlüssel dafür? Ja, haben wir. Okay, Moment. Dann schließen wir mal vorsichtshalber ab. So, dann reden wir nochmal mit Rose. Ich hoffe, das war hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Is someone there? Who's there? Scheiße. War das im Zimmer gegenüber? Jimmy, jetzt lass uns mal. Wir haben jetzt zu tun. Wir müssen mal mit deiner Mama reden. So. Hallo? Hallo? Ah, schön. Is it Rose? Yes. I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. Who was he? Dann nimm das mal und mach mal mit dem Ehering. You said there was only one thing you could give Hugo. Is that connected to the wedding ring? Hä? Ich wusste nie, was er wollte. Es gab nur eins, was ich ihm geben konnte. Jimmy oder was? Es gab nur eins, was ich ihm geben konnte. Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht. You said there was only one thing you could give Hugo. Is that connected to what you said about the suitcases? Was sie Hugo geben konnte, dann war der schreiende Mann also Hugo. Ja, Jimmys Comedy-Nummer. Was anderes weiß ich nicht. Der Ring ist es ja anscheinend nicht. You said there was only one thing you could give Hugo. Is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Ich weiß es nicht. Ich probiere gerade nochmal den Ehering. When you said you had to tell Jimmy the truth. Is that connected to the wedding ring? Okay, sie ist weg. Dann gucken wir mal in den Spiegel. Die letzte Hoffnung. Der Ehering, immer noch. Der Ehering. Die Frage ist, hat das Spiel sich vielleicht ein bisschen aufgehangen? Weil beim letzten Mal war es ja auch irgendwie so, dass wir tausendmal in Zimmer 119 waren und da nichts passiert ist. Und beim nächsten Laden was komplett anderes gezeigt wurde im Spiegel. Man weiß es nicht. Ihr Lieben, ich gehe jetzt mal hier in den Schrank
Und beende mal die Aufnahme und starte mal neu und guck mal, ob wir dann vielleicht weiterkommen. Ich weiß es nicht, weil sonst weiß ich nicht, was ich sie fragen soll oder wo ich hin soll. Er zeigt mir immer den Ehering an, aber ich weiß nicht, womit ich den verbinden soll. Also sage ich, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und sage bis bald im alten Eulenwald. Passt immer gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.